Na, genau nicht. So, zack, 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 zack. So, damit hätten wir jetzt theoretisch alle verkabelt. Hier, sowas meine ich. Nur das vorhin, das mit den Blöcken, dass sich die irgendwann verändern, wäre halt eine andere Voraussetzung. Hier ist halt Wasser die Voraussetzung und das wäre dann halt einfach irgendwie an der Luft. Ja. So, 100, 100. Deckel drauf, Deckel drauf, Deckel drauf. Und drumrum können wir zumachen. Dann sieht man halt auch nichts mehr vom Wasser, ne? Das ist ganz schön. Und trotzdem sieht man halt hier, da ist was. Und hoppa. Und es hat 100% Effizienz. Damit wäre der Teil erledigt. Jetzt, nein. Jetzt wäre der Teil erledigt. Gut. Bisschen dunkel, ne? Das habe ich mir irgendwie schöner vorgestellt. Die haben trotzdem noch 100%. Das ist wahrscheinlich einfach so dunkel nur. Na ja, gut, okay. Ja, das ist einfach. Na, es ist einfach nur so dunkel. Ja. Mein Test und Licht. Ein Licht gibt es in meinem Test ja eigentlich sowieso nicht, ne? So, da muss noch Erde drauf, sag ich. Da muss noch Glas wieder drüber und dann ist das da schon mal fertig. Und hier auf der Seite. Kommen wir doch zu unserem Technikraum, ne? So ein bisschen hier. Oh, wie nice wäre das denn hier irgendwie Glas davor zu haben? Es wird wieder Abend. Lalalala. Habe ich denn noch Glas? Ich glaube, ich habe noch Glas, ne? Sand und Glas. Ja, Sand und Glas. Mehr als Glas noch. Mehr als Glas noch ausreichend. Mehr als ausreichend noch Glas. So rum, ne? So, der Mond geht auf. Lalalala. Und schnell ist er. Und kaputt ist er. So. Wieso ist es denn da eigentlich so finster? Naja. So, also erstmal zack, zack, zack. 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 Da könnte man ja eigentlich noch irgendwo auch eine Lichtquelle noch unterbringen, ne? Wieso kommt man denn hier nicht hoch? Miste. So, zack. Oder man nutzt einfach das Glow Glass hier. Das wäre natürlich auch, da hat man auch gleich die Beleuchtung. Bis unten. Jo. Wir machen mal. Wir sind mal so frei. Eins, zwei, wie ist das hell? Ja, da kann man nämlich auch gleich so ein bisschen reingucken und man hat hier auch gleich schön hell beleuchtet. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. So, dann brauchen wir 6 und 6. Dann haben wir hier schon mal 2, 3, 4, 5, 6 und 6. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Wir gucken gleich mal, ob das von oben vielleicht auch was gebracht hat schon. So. Gut. Oh, erstmal
bisschen hochstecken hier. Ja, und das ist dann natürlich später hier zu. Das heißt, wir machen hier auch mal... Hier muss man sowieso zumachen. Hier zu, hier zu. Ah. Ja. Ah. Hm. Ja, ich glaube, da bin ich Fan von. Jetzt müssten wir hier auf... Nö, eigentlich müssten wir das gar nicht, ne? Gut, abgesehen davon, dass der Raum hier eigentlich noch weitergehen müsste, aber hey, komm, egal. Wir wollten doch hier sowieso irgendwie zubauen, oder? Gut, dann sind die gleich so ein bisschen mit beleuchtet. Das ist ganz schön. Das funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ups. Und dann haben wir nämlich hier tatsächlich einen kleinen Technikraum. Das ist doch einwandfrei. Ja, der muss natürlich dann nochmal schön verkleidet werden. Das könnte man eigentlich hier so als Trennung lassen, dass wir den ab hier dann verkleiden. Vor allem haben wir jetzt hier genug Platz und können hier erstmal irgendwie dann später einen Zugang zum Keller bauen, dass wir dann auch vom Keller aus in den Technikraum kommen. Vielleicht irgendwie mit einer Leiter nach oben, dass man da auch in den Bunker kommt. Und wir können hier vor allem unsere komische Dings verlegen. Ja, kann man das mit der... Nee, kann man das mit dem Schwert? Ja, mit dem Schwert kann man das auch bauen. Warum auch immer man Kabel mit dem Schwert abbauen kann, ich hinterfrag das mal nicht weiter. Gut. Aber es funktioniert, es geht auf jeden Fall schneller. So. So. Guck mal, das geht zur Station da oben. Die Station da oben, die können wir jetzt eigentlich... Ja gut, die Station da oben, die lassen wir einfach, würde ich sagen. Damit wir wissen, was für Power wir kriegen. Und hier wird es dann weitergehen zu dieser Converting Station. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Ausgabespannung unten. Das heißt, wir hätten hier dann ja zwei Ausgaben. Und ich überlege gerade mal, wir haben doch hier diese Schinken. Wie ging denn die noch? Man konnte doch hier diese tollen Ausgabedinger bauen. Wisst ihr, was ich meine? Diese hier. Ah, okay. Fünf Stück brauche ich da sowieso nicht von, aber... Dann haben wir es. Dann machen wir es hier mal schön. Ist jetzt natürlich zu. Ja. Das muss an der Stelle muss das hin, ne? Genau. So, guck mal, dann haben wir nämlich hier schön so einen abgeschlossenen, der eigentlich von der anderen Seite müsste. Der müsste eigentlich dahin, von dann zu der Rückseite. Platziert sich das denn überhaupt? Ups, ja. Okay, das geht auch. Das ist gut zu wissen. Aber nein. Das soll sich an der Wand platzieren, habe ich gesagt. Genau, das platziert sich am Node. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite mal dran. Ist natürlich alles nicht so ganz einfach, aber hier muss einmal kurz zu. Das heißt, hier muss dann kurz auf. Dann kann man hier nämlich kurz ran. Kann man das nämlich hier schön ran platzieren. Das connectet sich wunderbar. Cobblestone einmal zuschütten wieder die ganze Scheiße hier. So. Ja, hier machen wir eh nochmal anders. Und dann machen wir hier nämlich weg. Hier. Hier weg. Ah, wo ist er? Hier ist er. Na komm. So. Zack. Und dann haben wir nämlich hier eine wunderschöne flache Fläche. Und dann verschwindet es in der Wand. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Oh, ich könnte heulen. Ja. Noch schöner wäre natürlich, wenn das aus der Decke kommen würde und nicht hier irgendwie diesen komischen Scheiß-Kackstreifen da noch hätte.
Das nervt mich hier gerade schon so ein bisschen, ne? Das heißt, wir machen es alles nochmal kaputt und wir bauen das Ding hier einfach mal an die Decke. Beziehungsweise von oben an die... Von oben an den Node. Tut das den Node? Ja, das tut Node. So. 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 Ja. Hm. Und dann machen wir hier Connection. Connected denn das dann schon? Ja, das connected schon. Sehr schön. So, und dann machen wir hier zu. Pass mal auf. Zack, zack. Und schon haben wir hier so ein Ding an der Decke. Ist das nicht geil? Plang, plang, plang. Da kommt der Strom, ne? Da geht er hin. Hier ist natürlich, klar, hier ist Technikraum. Hier ist das, glaube ich, in Ordnung. Das mit dem Wasser sieht nur dezent scheiße aus. Z-Fighting! Hm? Hm? kann man, glaube ich, nichts machen. Außer man macht hier unten... Ja, komm. Das kann ich nicht ertragen mit dem Wasser. So. 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 Ach, das ist... Ah, so funktioniert das. Weil das Wasser ist ja so ein Stückchen versetzt nach unten. Das ist dieser Wave-Effekt, den man da irgendwie konfigurieren kann. Den habe ich halt so konfiguriert, dass es einfach ein Stück ja, oben abgeschnitten ist. Und zum Ausgleich rutscht einfach der ganze Node irgendwie so weit weiter nach unten. Deswegen ist das hier unten alles irgendwie... Warum der denn hier aber kein Z-Fighting hat und nur da unten? Hm. Wir werden es nie erfahren. So ist auf jeden Fall schön. Das kommt jetzt schön zur Decke hier. Das... Genau, das ist die Switching Station. Das heißt, hier kommt dann das Ding weiter. Oh, dann mache ich das hier auch mit so einem. Idealerweise wäre das natürlich so, dass das Ding hier hinten connected, hier nach oben connected, aber hier auch gleichzeitig eine Ausgabe hat. Haben natürlich jetzt keine mehr von den Dingern hier über, die ich jetzt mal zum Testen probieren könnte. Naja, gut, okay. Da überlegen wir uns nochmal was. So, was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, da wir den hier als Technikraum nutzen wollen. Hier kommen zwei Konverter rein. Einmal für MV, beziehungsweise einmal für LV und einmal für HV. Das heißt, hier und hier kommen auch jeweils nochmal so ein Ding rein, mit Kabel nach unten. Das wird hier unten alles wunderbar. Jeder Elektriker würde kommen, wenn er das sehen würde. haben wir irgendwas dabei, um eine Kiste zu bauen? Nein. Und den ganzen Stromkram, den können wir ja eigentlich auch hier irgendwie ablegen. Ne? Obwohl, solange wir noch nicht runterkommen. Wir müssten tatsächlich mal gucken, wo wir denn überhaupt sind. Uah, da sind wir, okay. Das heißt, hier machen wir schon mal wieder zu. Hier machen wir zu. Wir wissen ja nur, wo wir sind. Nee, natürlich keine Schaufel dabei. Ah, damit wir ungefähr abschätzen können, wo wir dann zum Keller gehen später. Also hier sind wir auf jeden Fall mittig. Jetzt könnte man die Rohre natürlich oben an der Decke laufen lassen. Unter diesen Rohren, es wird natürlich dann diese Konstruktion so ein bisschen ad absurdum führen. Wir machen das erstmal so zur Orientierung, damit wir wissen, wo wir dann irgendwie anfangen müssen. Ja, Keller ist ja hier oben schon tatsächlich, ist ja kein richtiger Keller. Das heißt, da kommen wir dann unten irgendwo an. Hier geht auch das Rohr, nach oben, die Leitung nach oben. Gucken wir mal, wie wir das machen. So, Häppchen essen. Wieso habe ich denn kein Essen dabei? Ich habe das weggetan. Gucken wir doch noch mal. Kann ich hier ein bisschen was backen? Hier langs. So. Habe ich das in die Dingskiste geschmissen? Nö. Habe ich das alles aufgegessen? Nee, ne? Das ist hier. Ah.
So. Da war auch noch irgendwas. Oh, dann würde ich mal sagen, wir holen uns mal ein bisschen Holz. 5, 6. Wieso habe ich eigentlich kein Holz mehr? Holzzeug? Habe ich noch Holz? Steinzeug, Möbel. Lehmerde, Kies, Sand und Glas. Werkzeug und sonstiges. Möbel, Cobblestone. Nein, ich habe tatsächlich kein Holz mehr. Das ist ja verrückt. Genau, und jetzt, wo es Nacht wird, gehe ich zum Holzfällen. Guck mal, hinten diese komische Trauerweide hier mal wegholen. Das ist ja schlimm. Ach nee, den wollten wir gucken, ob der sich wieder auffüllt. Ne? Dann lassen wir den mal stehen. Gehen wir zu unserer altbekannten Stelle. Wir haben ja ein Licht, was uns den Weg leuchtet. Lalalala. Jetzt gehen wir Holz hacken. Jetzt gehen wir Holz hacken. Ah ja, hier. Eine weitere Baustelle. Der See. Mit dem legendär guten Konzept des... Ja. Des Strömungsverlaufs. Und offenbar eine Tierfalle. Ja. Ach, hier ist er schon beleuchtet. Na, das ist ja praktisch. Dann halten wir uns hier mal streng an den Weg. Ich brauche eigentlich nur so viel Holz, um mir eine... Die hängen auch alle zusammen, das ist auch scheiße. Ich will nur einfach nur... Wer schnauft mir hier ins Ohr? Ich hab's genau gehört. Du schnaufst mir ins Ohr. Hä? Wo bist du? Das war ja ein kurzes Vergnügen. Gehen wir hier mal kurz rein. Und das Inventar ist voll. Wir schmeißen weg die Leaves. Ich muss euch leider liefen. So. Wer hat das denn hier angepflanzt? Welcher Idiot. Das ist ja schlimm. Das funktioniert alles vorne und hinten nicht hier. Es sieht doch kacke aus. Das kann man doch nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir hier die Leaves. Die spawnen sowieso nicht. Holen wir die auch nochmal kurz weg. Da wird es auch schon wieder Tag. Das war ja eine kurze Nacht. Wie kann das denn sein, dass die Nacht so kurz war? Wir werden es nie erfahren. So. Guck mal hier, ich lief euch doch nicht, ihr Leaves. Ja? Das ist schön. Hier ist auch noch ein... Okay. Ja, weiß ich nicht. Lassen wir so, ne? Haben wir hier nämlich schön ein bisschen Holz. Das kann man nämlich wunderschön ein Kästle machen. Brauchen wir ein großes Kästle, oder? Ja, wir machen ein großes Kästle. Und das kann man dann nämlich schön hier unten dann auch gleich mal befüllen. Yay! Yay! Ich glaube, wenn wir den Durchgang hier machen, ist das sinnvoller, ne? Ja, jetzt hätte ich sie nur noch richtig platzieren müssen. Dann wäre das auch eine schöne Doppelkiste geworden. So, und in diese Doppelkiste, da schmeißen wir jetzt das hier rein und das hier und das Plastik mal zur Hälfte. So.
für den Fall, dass man mal was reparieren muss, haben wir dann hier so ein bisschen was von. Hier so auch noch ein bisschen hiervon. Davon ein bisschen was. Können wir gleich mal hier ein bisschen Wände schön machen. Machen wir mal so. Ups, da ist natürlich so. Tuck, 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 tuck. Also, können wir hier auch das nice Design bauen, oder? Hier mit dem schön an die Wand und so. Und ist halt die Frage, wie wir die Kiste dann hinstellen wollen. Ne? Wir wollen das ja schon in dem Stil auch behalten. Kiste müssen wir gleich mal gucken, wie wir die unterbringen. Zack, zack. Weißt du was? Wir machen uns hier unten einfach mal. Wir machen uns hier unten einfach mal einen Sägetisch rein. Weil, aus Gründen. So, spart so ein bisschen das Hochlaufen, ne? Da aber keine 99 von. Was haben wir denn hier? 12, 15, 30, okay. Nee. Zehn, zwanzig. Ja. 2, 0, Enter? Nein. Set. So. Und, doch, passt. Nee, die passen nicht. Und wir machen uns natürlich ein Schraubendreher. Dam, 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 unten brauchen wir noch ein paar Schlepps, die wir an die Wand drücken können. Reicht nicht. Oh, 12. Na gut. So. So ist schön. So ist schön. Naja, fast. Ja, hier oben ist er schon okay, so. Achso, das Setfighting ist dahinter an den Steinnotes, nicht an den Glasnotes hier vorne. So, so ist genau, wie ich haben wollte. So richtig cool wäre natürlich, wenn es hier oben dann auch noch zu wäre. Weil das dann hier so eine Umrandung ist. Macht die Sichtfenster so ein bisschen kleiner, aber letztendlich geht es mir hier eigentlich nur darum, dass wir so ein bisschen Licht haben. Ohne, dass wir hier jetzt unendlich viel Fackeln hinstellen müssen. Den Kram kann man hier eigentlich glatt so stehen lassen, oder? Obwohl. Was kann man denn hier noch hinmachen? Kann natürlich einen Tisch und einen Stuhl noch so hinstellen hier, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Gut, das machen wir aber dann, in der nächsten Aufnahmesession mit Tisch und Stuhl, weil ich glaube, bis dahin habe ich meine Mod so weit umgebaut, dass das dann auch funktioniert. So, den Boden müssen wir auch noch schön machen. Gucken wir mal. So. Da machen wir dann auch schön gefliesten Kachelboden rein. So.
dafür, dass es eigentlich nur ein Bunker werden sollte, wird es so langsam, ne? Hier, Schlückchen noch. Wobei Tisch und Stuhl können wir, glaube ich, auch hier irgendwie hinmachen. Ah, machen wir hier auch nochmal eben. Ah, ich glaube, aber hier machen wir den einfachen Stil. Vor allen Dingen deckt sich das dann auch mit der Seite hier. Da machen wir jetzt nicht irgendwie auch noch abgerundete Ecken rein. So. Wie man dann nachher da oben an dieses Ding rankommt, da müssen wir uns noch was überlegen. Aber hier ist auf jeden Fall die Tür. Nee, da kann die Tür nicht sein, weil... hier kommen ja auch noch die ganzen Dinger runter. Es ist ja kein Aufenthaltsraum, sondern es wird ja hier ein Technikraum. Ja gut, der ganze Scheiß, der kommt dann weg. Ja gut, okay, dann kann die Tür hier sein und die Dinger sind dann eben hier. Es muss ja nicht genau parallel sein, sondern nur so weit parallel sein, dass hier halt eben... Es schafft ja auch einen Ausgleich. Na, hier sind die drei Leitungen irgendwie nach oben. Hier ist die Tür. Gucken wir mal, wie wir das machen mit der Tür. Und, ja, hier kommt dann der eine Konverter hin. Der konvertiert dann nach Dings und dann nach mit einer Abzweigung und dann nach da. Okay. So, also das Kabel wird hier weitergeführt zweimal. Einmal mit dem Konverter hier, der eben dann hier den Strom macht. Hier einmal normal und hier hinten dann den Starkstrom irgendwie auch nochmal nach oben mit dem zweiten Konverter dann dran. Gut, würde natürlich alles dann hier auf die Seite verlagern. Dann kann man hier vielleicht doch noch einen Tisch und einen Stuhl reinbauen und hier die Truhe machen vielleicht nur einfach. Und dann hat man hier so ein bisschen noch so einen Arbeitsplatz. Ist natürlich dann sehr dunkel hier in diesem Arbeitsplatz. So. Aber Vorleistungen sind auf jeden Fall erbracht. Irgendwann mal. Ach ja, und eine Leiter nach oben wollen wir auch noch bauen. Hallo Hasi. Soll ich dir meinen echten Hasen zeigen? Gut, ja, hier Tisch und Stuhl, ne, wie gesagt. Hier auch noch diese hässlichen IKEA-Möbel hier. Bah, widerlich. Ah, weg damit! Wird eh alles besser. Was haben die jetzt eigentlich für eine Not-ID? Ach, die würden wahrscheinlich sogar überleben. Der Tisch wahrscheinlich nicht. Simple Share. Ja, guck mal, die Stühle, die würden sogar überleben. Okay. Der Tisch hier wird wahrscheinlich auch überleben, aber der Clay-Tisch hier, der wird nicht überleben. Gut, dann haben wir das soweit fertig. Jetzt machen wir eben kurz noch mal so ein bisschen Inventaraufräumung. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Möbel habe ich keine angeschafft in der Zwischenzeit. Die würde ich eher mal hier rein. Die kommen hier wieder rein, das kommt hier wieder rein. Plastik würde ich ja auch hier mit dazu tun. Ach guck mal, hier Röhren haben wir ja auch schon. Haben wir die eigentlich schon für irgendwas verwendet? Nein, ne? Die haben wir nur gecraftet, oder? Ich glaube, die haben wir nur gecraftet. Gut, das wäre natürlich auch nochmal ein Projekt. Das würde dann hier unterm Keller stattfinden. Wobei wir dann hier keinen Eingang mehr zu diesem komischen Dings kriegen. Ach, das wird alles noch kompliziert. Wollte gerade sagen, kann ich eigentlich hier mit reinschmeißen. Ach, da hätten wir auch noch welche gehabt. Das heißt, einmal kriegen wir noch, ne? Kann man dann eigentlich so ein bisschen mal andeuten schon, wie das dann weitergehen soll. Zack. Zack. Oder andersrum, aber ich glaube, das ist egal. Ja, einmal kriegen wir noch. Sehr schön. Beziehungsweise dreimal kriegen wir noch. Mhm.
Ach, die habe ich ja unten in den. Die habe ich ja schon weggetan. In den Bunker da unten. Da müssen wir noch mal rein. In den Bunker rein. Hinein. Ganz tief hinab. Das war knapp. Machen wir hier in der Mitte, dann fällt man ein bisschen weicher. So. Das heißt, wir haben hier Dididip. Und wir haben hier Dididip. Und wir haben das hier unten und hier oben. So. 3 an der Zahl, das heißt, zack, zack. So. Und ja, der würde eben hier hochgehen. Und da sich die nicht connecten, die Dinger, passt das dann auch. Die kann man auch direkt nebeneinander legen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann haben wir das Haus nämlich dreifach angeboten. Einmal mit dem LV, mit dem MV und mit dem HV. Wobei für das HV wird wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig überbleiben, weil ja, die Converter, Energy Converter, die ziehen so ein bisschen Energie. Und ich mache die schon mal weg. Ja, die ziehen so ein bisschen Energie, das heißt, da ist dann so ein bisschen weniger einfach. Wie viel weniger wird sich zeigen? Wir haben ja jetzt hier die Turbinen, die wir dann im Zweifelsfall noch wieder aufrüsten können. Erstmal bauen wir jetzt die Truhe hier wieder hin. Die machen wir aber tatsächlich mal einfach. So. Trueception. Die Säge, ja komm, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt hier unten mal hin. So, der Stromkram hier nach oben. Genau, Glas wollten wir auch noch irgendwie so ein bisschen reintun. So. Ja. So, Tisch und Stuhl kommen hier hin und hier läuft dann halt der Strom. So, gucken wir, wie wir das mit dem Konverter hier dann irgendwie hinbekommen. Einen wahrscheinlich hier irgendwie setzen und... Na, schauen wir mal. So, hier mal erstmal wieder zu. Ach, jetzt haben wir genug Holz für eine Tür, ja. Aber die wollen eine Stahltür machen, oder? Ich glaube, eine Stahltür ist da sinnvoller. Das wird auch zum Technikraum besser passen. Okay, lassen wir erstmal so, wie es ist. So. Räumen wir nochmal eben zu Ende. Stainless Steel kommt hier mit dazu. Die Eimer machen wir gleich wieder voll. Das Werkzeug kann wieder hier weg. Na, hier wäre auch noch einer gewesen. Das Futter, das Zeug. Steinzeug. Zack, 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 zack. Haben wir ein bisschen was davon. So, ja, kommt hier mit zu. Da haben wir nichts von. Glas kommt wieder rein. Alles weg. Und zwar hier rein. Dahin. Oh, da sind die Stacks wieder voll. Dann würde ich sagen, einmal, dass das ein 100er Stack bleibt, einmal machen wir noch Fackeln. So. Ökokram, das hier. Die Kohle kommt erstmal in unseren provisorischen Ofen, der jetzt auch schon seit ein paar Tagen hier steht. Ups, das ist Holzkohle und das ist die normale Kohle. Dann kommt die normale Kohle in die Ramschkiste. Coal Dust würde ich zur Technik mit dazu zählen. Und zwar hier zum... Das kommt hier mit dazu. Machen wir eine eigene Kategorie. So, das ist das, das ist das, das ist das. Mese würde ich hier mal eben mit hier zusortieren. Marble und Granit würde ich hiermit wieder reinräumen. Ich habe doch ein...
Gut, ich könnte also theoretisch noch einen bauen, dann hätten wir einen dritten angeschlossen. Nö, nö, da habe ich keine Lust mehr drauf heute. Uran würde ich jetzt aber erstmal in die Ramschkiste schmeißen. So. Das Hackebeil, das kommt hier wieder mit dazu. Die Eimer wollte ich noch wieder voll machen. Ein Eimer voll gemacht. Ja, einmal ums Haus rumlaufen, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, kann man mal machen. So. Stellen wir den vollen Eimer Wasser hier einfach mal in die Kiste. Und den anderen vollen Eimer, den schleppe ich jetzt permanent mit mir rum. Und dieses blöde Schwert, ne? Wieso haben wir eigentlich keinen Mülleimer? Haben die einen Mülleimer? Mülleimer, will das Schwert nicht mehr. Tschüss, Schwert. So. Damit wäre das dann auch erledigt. Erde, 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 Erde. Erde hier. So, Inventar aufgeräumt. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und ganz streng mal überlegen, was wir heute alles geleistet haben. In 2 Stunden 15 Minuten aktuell nach Aufnahme. Na, das ist nicht viel, ne? Wieso fehlt da eigentlich was? Habe ich mir irgendwann mal Brot gemacht oder was ist hier los? Oder hat die Kuh das gefressen, die hier ständig reinhüpft? Es ist ja nicht sehr effektiv hier. Effizient. Oh. Leck mich am Arsch. So ist wieder schön, ne? Vielleicht müssen wir hier die Collision Box von den Zäunen ein bisschen höher machen. Hier ist ja ständig eine Kuh drin. Ja, dann bringen wir nochmal eben weg. Ich habe doch hier bestimmt schon irgendwie so eine Ackerbaukiste gehabt, ne? Hier vorne war doch die Ackerbaukiste. Bergbau, Ackerbau, hier. So, das rein, das rein. Können wir auch mal irgendwann mal wieder was machen. Ja, der Ofen. Gut, der Ofen, der ist halt ein Ofen. So. Und das um 10. Meine Güte. Ja, Freitagabend 10 Uhr. Gibt nichts Besseres, als mein Test aufzunehmen. Nee, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich schneide das Ganze jetzt noch wieder ein bisschen zurecht zu den Folgen. Diesmal alles irgendwie ohne Nachbearbeitung, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und dann ist es für diese Aufnahmesession erstmal erledigt. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Tschö.